Im zweiten größeren Vorlesungsabschnitt werden wir uns mit der Architektur von Suchmaschinen beschäftigen. Das ist im Prinzip aber auch noch Teil der Einleitung, weil es so quasi eine Motivation ist, beziehungsweise so ein Überblick über alles, was wir dann später im Detail noch anschauen werden. Architektur ist hier gemeint im softwaretechnischen Sinne. Also was sind so die Hauptkomponenten, mit denen man es zu tun hat, wenn man so ein Softwareprojekt wie etwa den Bau einer Suchmaschine verantwortet und wie spielen diese Komponenten zusammen? Hier auf der Folie ist im Prinzip schon der Überblick so mehr oder weniger gegeben. Also gibt im Prinzip so einen größeren Teil, der von Akquise bis zum Indexbau quasi den Offline-Prozess charakterisiert, nämlich diese Datenstruktur, den Index zu bauen, mit Hilfe dessen dann am Ende Nutzer möglichst schnell die Ergebnisse finden sollen, Nutzer der Suchmaschine schnell die Ergebnisse finden sollen, die sie wollen. Und als zweites dann diese Online-Komponente, quasi der eigentliche Retrieval-Prozess, wo eben der Nutzer oder die Nutzerin eine Anfrage stellt. Die Anfrage wird analysiert und im Prinzip das Retrieval angeschmissen, also gefragt. Je nachdem, was die Suchmaschine für ein Retrieval-Modell implementiert hat, beziehungsweise in sich trägt, welches wären denn die besten Treffer für diese Anfrage? Und außenrum um die beiden im Prinzip so ein bisschen begleitend der Evaluierungsprozess, in dem man eben messen möchte und analysieren möchte, ob die Suchmaschine auch das tut, was sie soll, nämlich gute Treffer liefern und ob sie vielleicht irgendwo ein Effizienz-Bottleneck hat. Wir werden dann auch hier diesen Teil der Vorlesung in wahrscheinlich drei Screencasts unterteilen, also einen zu eben dem Anfangsstückchen, dem Indizierungsprozess, der quasi offline gedacht werden kann. Natürlich wird der ab und an mal den Index bei einer echten Suchmaschine aktualisieren. Bei sowas wie Google oder Bing natürlich auch quasi immer parallel zum eigentlichen Betrieb der Suchmaschine. Aber wir werden es uns erstmal als Offline-Prozess vorstellen können, weil wir sagen, ja, das ist erstmal unabhängig von dem eigentlichen Retrieval, nämlich dem Prozess, der dann ansteht, wenn der Nutzer eine Anfrage stellt. Das Ganze, wie gesagt, aus softwaretechnischer Sicht und wir wollen es benutzen, diesen Abschnitt der Vorlesung, um mehr oder weniger alle Begriffe schon mal gehört zu haben und ungefähr einordnen zu können, in welchem Bereich einer Suchmaschine ein bestimmter Begriff gehört. Und dann im weiteren Verlauf der Vorlesung werden wir uns diese ganzen Spezifika versuchen, noch ein bisschen genauer anzuschauen. Ja, hier nochmal ganz kurz, was im Prinzip softwaretechnisch die Architekturgeschichte ist. Lese jetzt nicht alles vor, können Sie sich in Ruhe dann mal irgendwann durchlesen. Und im Prinzip noch der Hinweis, dass es im Prinzip dieses Indizieren und als Offline-Prozess und das Retrieval als Online-Prozess auch bei quasi schon den allerersten Gehversuchen von Brin und Page, als sie mal so versucht haben zu beschreiben, wie sie so eine Websuchmaschine bauen wollten, bevor sie es Google genannt hatten, wie sie sowas bauen wollten. Wird sich also so ein bisschen daran anlehnen und dadurch eben auch keine großen Überraschungen bereitstellen, wenn man ungefähr eine Idee hat, was so die Komponenten sein sollen, dann wird man die der Reihe nach dann im Prinzip entwickeln wollen. Gut, steigen wir mal so ein. Ich hatte gesagt, im Prinzip gibt es zwei Prozesse. Der eine wird hier oben sozusagen so ein bisschen ablaufen. Das ist der des Indexaufbaus. Den kann man sich so ein bisschen, ja, wie gesagt, offline vorstellen. Der hat nicht direkt Kontakt mit dem Nutzenden der Suchmaschine. Hier unten ist ein Mensch, der irgendwie die Suchmaschine benutzen möchte und dann in diesem Bereich hier quasi den Prozess dargestellt bekommen wird, wie eigentlich so eine Suchmaschine funktioniert. Also wie der Mensch mit ihr interagiert. Und dazwischen wird so eine Zwischenebene sein, was alles Mögliche an Datenstrukturen und Speicherstrukturen beinhaltet, die eine Suchmaschine braucht. Also der Indexing-Prozess wird im Prinzip in diese Zwischenstruktur verschiedene Dinge einpflegen und der Retrieval-Prozess selbst wird dann auf verschiedene Dinge dieser Zwischenstruktur zugreifen. So viel vielleicht schon mal vorab, wie es aussehen wird. Nehmen wir also an, der Mensch, der stellt irgendwie eine Suchanfrage. Naja, solange es keinen Suchindex gibt, müsste man sowas machen wie einen Grep über, in dem Fall hier, das Symbolbild des World Wide Webs. Wenn man das nur einmal machen will, ist das vielleicht noch okay. Dann geht das auf jeden Fall schneller, als erst einen Index zu bauen und dann die Anfrage gegen den Index zu stellen. Wenn man aber damit rechnet, dass man doch ein paar mehr Nutzende für eine Suchmaschine gewinnt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, nicht grepmäßig einmal über alles drüber zu gehen. Also grep, wenn Sie sich das in Erinnerung rufen, ist ja quasi das Kommando, was einmal von vorn nach hinten sequenziell mehr oder weniger über eine Menge von Daten geht und schaut, ob da eine bestimmte Struktur drin vorkommt oder nicht.
Das wollen wir eben gerade nicht, wenn wir wissen, dass wir ein paar mehr Nutzende haben werden bei einer Suchmaschine, sondern es soll schneller gehen, als einmal drüber zu gehen. Und dafür wollen wir eine Datenstruktur aufbauen in diesem Indizierungsprozess. Dazwischen wird es diesen Data Storage Prozess geben, oder nicht wirklich ein Prozess, das sind ja eigentlich nur feste Dinge, die irgendwo in einem Speicher, in einem Festspeicher oder in einem Hauptspeicher liegen werden. Idealerweise wird der Index am Ende in einem Hauptspeicher einer Maschine liegen oder verteilt über den Hauptspeicher von mehreren Maschinen, sodass er möglichst schnell wahlfrei zugegriffen werden kann. Einen Index auf Platte zu legen, das wäre auch wieder deutlich zu langsam, um so eine Antwortzeit von wenigen 100 Millisekunden garantieren zu wollen. In diesem oberen Bereich, also Indizierung, am Ende des Indizierungsprozesses wird dieser Index da befüllt werden. Und hier unten der Retrieval-Prozess, der eben auch mit der Anfrage ein bisschen was machen wird und am Ende den Index benutzen wird, um zu sagen, welche Treffer soll ich denn in welcher Reihenfolge anzeigen. Neben dem Index ist aber auch noch ein bisschen Platz für Zusatzdatenstrukturen und Datenformate, die irgendwie helfen, einen Index zu bauen, aber eben auch beispielsweise alles nochmal vorzuhalten, was quasi im Web gecrawlt wurde. Ja, als allererstes, habe ich jetzt gerade schon gesagt, muss man im Prinzip die Daten akquirieren und wenn wir im Umfeld einer Websuchmaschine sind, bedeutet diese Akquise eben, dass man Webseiten crawlt. Wenn man sagt, man will eine Websuchmaschine bauen, dann will man auch erstmal alle crawlen. Das Problem, was man dabei hat, ist natürlich die Dokumente, die man da aus dem Web holt, muss man erstmal irgendwie konvertieren, am besten in sowas wie Plaintext. Vielleicht nicht ganz Plaintext, weil man noch so ein bisschen Strukturinformationen behalten möchte, also vielleicht so eher sowas wie Richtext oder vielleicht sowas wie HTML oder so, wo man sagen kann, das hier ist eine Überschrift, das ist fett, das ist kursiv gedruckt oder so. Aber die Grundidee ist schon, dass man es mehr oder weniger runterstrippt auf ein sehr, sehr einfaches textbasiertes Format, das auch ein eindeutiges Encoding hat. Also im Web kann man sich ja vorstellen, gibt es viele Sachen, die unterschiedlich kodiert sind. Man möchte in seinem Document Store als Suchmaschine idealerweise nur ein Encoding haben. Und dieser Document Store, der wird im Prinzip alles enthalten, was die Suchmaschine jemals gecrawlt hat. So, wie stellen wir uns so einen Prozess der Akquise vor? Na, der hat auch ein paar Teile. Also die Grundidee ist, man möchte alle Dokumente einsammeln und so vorverarbeiten, dass man sie und auch persistent abspeichern, sodass man sie benutzen kann, um den Index draus zu bauen. Dann gibt es eben den Crawler, der dafür zuständig ist, die Dokumente zu finden, die indiziert werden sollen. Ein Konverter, der quasi das Format unifiziert und dann eben diesen sogenannten Document Store, in den erstmal alles reingeschmissen wird, wie man es gefunden hat, beziehungsweise wie man es nach der Konversion für die Suchmaschine benutzen will. Ein Crawler ist im Prinzip ein Prozess, der Dokumente entdeckt und dann runterlädt, beziehungsweise akquiriert. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Varianten, je nachdem, was für eine Suchmaschine man eigentlich bauen möchte, beziehungsweise was alles in die Suchmaschine reingehört. Ein Webcrawler ist so das Klassische, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie Links zwischen Dokumenten und diese Links kann ich benutzen, um neue Dokumente zu finden. Also angenommen, ich habe ein Dokument, da sind drei Links drin, dann würde der Crawler sagen, okay, da sind drei Links, die Dokumente will ich als nächstes haben. Die erste Frage, die dann hier vielleicht so ein bisschen auftaucht, wie gesagt, in einer Veranstaltung, die irgendwie in Präsenz wäre, wird nur solche Fragen einfach immer in dem Moment, oder die synchron wäre, wird nur solche Fragen einfach in dem Moment immer besprechen. So werden wir es immer ein bisschen verschieben. Hier in dem Fall werde ich es nicht verschieben, weil ich einfach Sie bitten würde, einen Moment vielleicht einfach selber drüber nachzudenken, den Screencast anzuhalten und sich zu fragen, ja, was sind denn so, wenn Sie das Web crawlen sollten, was sind denn so die Schwierigkeiten, die Sie für sich sehen würden? Halten Sie ruhig mal kurz an und fragen sich selbst mal so für 2, 3 Minuten, was könnten Probleme sein, rein aus Informatiksicht erstmal, die man beachten muss, wenn man einen Crawler fürs Web baut. Jetzt wäre immer noch ein guter Moment anzuhalten. Ich rede noch nicht weiter. Also, wer schummeln will, muss sich tatsächlich nochmal anhören, dass ich merke, dass Sie vielleicht schummeln wollen, wenn Sie nicht gestoppt haben. Also merke in dem Sinne, dass Sie es jetzt merken. Okay. Ich hoffe, Sie hatten alle mal angehalten, sich einen Gedanken gemacht. Im Prinzip gibt es verschiedene Probleme, die man hat, beziehungsweise lösen muss, wenn man einen Crawler baut. Einmal, wie exploriert man? Also man will vielleicht nicht mit dem Crawler in sogenannte Spider-Traps. Manchmal werden die Crawler auch Spider genannt, in sogenannte Spider-Traps reinlaufen, wo man dann quasi nur noch Links findet, die zu einer so Link-Farm beispielsweise gehören, wo man nicht wieder rauskommt. Also das möchte man wahrscheinlich vermeiden. Man möchte also immer auch noch irgendwo anders weitergehen können. Man möchte vielleicht verschiedene sogenannte vielleicht
Sammlungen von noch zu crawlenden URLs haben, wo man dann reingreifen kann und man sagt, ah, hier finde ich irgendwie nichts Neues mehr. Man muss vielleicht Duplikate identifizieren können, also URLs normalisieren können als Crawler, um jetzt nicht ständig dasselbe Ding wieder unter einer etwas veränderten URL zu finden. Man muss das Ganze parallelisieren können, weil ja gut, der Auftrag ist, das Web zu crawlen. Das sind Milliarden, wenn nicht gar Billionen Dokumente, die man dann crawlen will. Das kann man wahrscheinlich nicht auf einer Maschine machen. Man kann die schon gar nicht da ablegen. Also muss man auch diesen Crawling-Prozess parallelisieren können. Parallelisierung von Prozessen ist immer irgendwie so ein bisschen ein schwieriges Problem. Man muss sich darüber Gedanken machen, wie das synchronisiert werden kann. Also woher weiß denn welcher Teil, welcher Thread des parallelen Crawlings, wofür er zuständig ist und solche Geschichten. Außerdem ist es natürlich so, dass das Web unheimlich dynamisch ist. Also man wird nicht einfach ein Dokument einmal crawlen können und dann bleibt das so. Das verändert sich irgendwann. Und deswegen ist die Frage, wie oft muss man denn bestimmte Dokumente wieder crawlen? Das wird sicherlich unterschiedlich sein. Stellen Sie sich sowas vor wie eine Nachrichtenseite, die ändert sich quasi ja, mindestens minütlich, wenn nicht sogar sekündlich. Oder sowas wie meine Uni-Homepage oder so, vielleicht alle 3 Monate mal irgendwie ein Update passiert. Und auch wichtig, das letzte Stichwort, Politeness, also sowas wie Höflichkeit. Die Server, die ich anspreche mit meinem Crawler, von denen ich Sachen runterladen werde, die sollen natürlich nicht nur Crawler bedienen, sondern die sollen auch ihre echten Nutzer noch bedienen können. Und deswegen muss ich mit meinem Crawler ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so einen Server total überlaste, so quasi à la Denial of Service Attacke oder so. Das heißt, zwischen zwei verschiedenen Zugriffen auf einen gleichen Server möchte ich einen bestimmten Zeitabstand lassen. Das ist die sogenannte Politeness. Neben so einem Webcrawler kann man sich auch vorstellen, dass man einen sehr dedizierten Crawler hat, der eben nur eine bestimmte Seite oder vielleicht eine bestimmte Domäne crawlen soll. Das funktioniert dann natürlich irgendwie anders, als wenn ich einen Webcrawler habe, weil innerhalb der Domäne vielleicht gar nicht so viel dann am Ende liegt. Auf jeden Fall deutlich weniger, als im Web liegen wird. Und deswegen kann man sich da andere Algorithmen vorstellen, die helfen zu erkennen, was auf einer Seite vielleicht neu ist. Vielleicht gibt es ja beispielsweise sowas wie eine Sitemap oder so. Vertraut man der oder nicht, wären dann Probleme, über die man nachdenken muss. Neben Webcrawlern und Sitecrawlern gibt es sowas Ähnliches wie ein Sitecrawler, wo man sagt, okay, es ist jetzt nicht eine Domäne, die mich interessiert, sondern ein bestimmtes Thema. Ich will alles zum Thema Sport oder irgend sowas crawlen. Dann braucht man also in dem Crawler auch noch eine Entscheidung, ob ein Link, den man da irgendwo findet, ob das Dokument, was dahinter liegt, tatsächlich eins ist, was zu der Domäne gehört. Das heißt, man möchte vielleicht irgendwie das Genre auch klassifizieren können, ob es vielleicht Nachrichtenartikel sind, die zum Thema Sport sind oder so. Und alles andere müsste dann im Prinzip weggeschmissen werden. Die Linkstruktur wird natürlich immer noch benutzt, aber es wird einfach nicht mehr alles gespeichert, was man findet, sondern nur noch das, was tatsächlich passt. Dafür braucht man einen Klassifizierer, also Klassifizierer im Sinne von einem üblichen maschinellen Lernverfahren, der eben ein Modell trainiert hat, was gut erkennen kann, ob irgendwie was zu diesem Fokus, den der Crawler hat, oder zu diesem Thema, was der Crawler crawlen soll, gut passt. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, als wenn man einfach alles haben will. Kostet dann natürlich eben auch so ein bisschen Zeit, aber man kann sich vorstellen, Anwendungsfälle könnte sowas sein wie Academic Search, wo man eben nur wissenschaftliche Veröffentlichungen beispielsweise durchsuchen will, oder sowas wie Nachrichten oder Sportnachrichten oder so, wo man dann eben verschiedene Klassifizierungen noch durchführen muss. Und schließlich am Ende im Prinzip auch wichtig, wenn man sagt, man will eine Suchmaschine für den eigenen Rechner beispielsweise haben oder so, oder für persönliche Dokumente, ne, dann muss die natürlich auch irgendwie lokal alles scannen, beziehungsweise der Crawling-Prozess muss in der Lage sein, alles zu finden, was ich irgendwie lokal bei mir abgelegt habe, zusätzlich meine E-Mails und irgendwelche Datenbanken, die ich habe oder so. Beispiele dafür ist sowas als Stichwort Desktop Search, klingt jetzt ein bisschen altbacken, aber im Prinzip meint man damit sowas wie Personal Information Management, also alles, was mir selbst gehört, oder sowas auch wie Enterprise Search, also Suche in Unternehmensnetzwerken. Und üblicherweise sind das ganz, ganz andere Anwendungsfälle, auch wenn es im Prinzip klingt wie, naja, ich will halt in einer Menge von Dokumenten suchen, aber im Prinzip braucht man da andere Suchmaschinen und auch andere Crawling-Prozesse dafür, als wenn man das ganze Web einfach durchsuchen will. Ja, einige Webseiten, die haben auch sowas, sogenannte Feeds, aber ja, da gehen wir jetzt gar nicht mehr genauer weiter ein. Im Prinzip müssen wir bei so einem Feed einfach nur diesen Feed abonnieren und muss nicht mehr selber immer überlegen, wann man wieder crawlt oder so. Das ist im Prinzip einer der größten Unterschiede, dass man nicht sich über die, wann crawle ich das wieder neu oder schaue, ob sich irgendwas geändert hat. Darüber muss ich nicht nachdenken, weil ich mich einfach wahrscheinlich darauf verlasse, dass der Feed immer die aktuellsten Versionen mir geliefert hat.
Nach dem Crawler kommt ein Konverter. Also ich habe jetzt angenommen ein Dokument gecrawlt, dann möchte ich das konvertieren, sodass ich es eben in meinen Document Store als Suchmaschine ablegen kann. Und das heißt, ich formatiere es im Prinzip irgendwie in einer gewissen Weise um. Die Dokumente, die so ein Webcrawler finden wird, das sind auf jeden Fall irgendwie sowas wie HTML-Dokumente, PDFs oder irgendwelche Office-Formate und natürlich noch hunderte andere. Im Prinzip können die alle und sehr viele andere Formate eben auch Text enthalten. Und wenn man jetzt eine textbasierte Suchmaschine bauen möchte, muss man im Prinzip diese ganzen Texte irgendwie da rausziehen. Also sowas wie Plaintext vielleicht rausziehen. Das ist aber im Prinzip ein verlustbehafteter Prozess, weil ich, wenn ich Plaintext rausziehe, Formatierung beispielsweise verliere. Also was war Überschrift, was war Fett oder so. Das heißt, das, was ich mache, ist vielleicht so eine Art Zwischending. Viele entscheiden sich wahrscheinlich dafür, so eine Art HTML-Dialekt zu benutzen und zu sagen, ja, es gibt auf jeden Fall Headings unterschiedlicher Typen und ich kann irgendwie was Fett setzen. Ich habe vielleicht auch sowas wie Aufzählungslisten und solche Geschichten, um eben so eine Art Struktur noch zu erhalten. Aber das ist ein schwieriger Prozess aus einem PDF-Dokument zum Beispiel, 1 zu 1 ein gutes HTML-Dokument in so einem abgestrippten HTML-Format zu generieren. Manche Sachen lassen sich dann vielleicht auch einfach nicht gut übersetzen. Das Format ist deswegen wichtig, weil man später beim Gewichten von bestimmten Begriffen etwa wahrscheinlich sowas machen möchte, wie wenn ein Suchbegriff in einem Titel oder in einem fettgedruckten Stückchen eines Dokuments gefunden wird, dann ist der wahrscheinlich wichtiger, beziehungsweise dieses Dokument wichtiger für die Anfrage, als wenn der einfach irgendwo mittendrin im ganz normalen Text steht. Viele Suchmaschinen würden also sowas machen wie so eine Art HTML-Derivat, um auch eben noch sowas wie Textformatierung abspeichern zu können. Und gerade wenn man eine Websuchmaschine baut, würde man sich für irgendwas HTML-Verwandtes entscheiden. Wenn man das sich mal genau angucken will, bei Google beispielsweise kann man irgendwie Cached Version oder so sich meistens anschauen von Dokumenten. Und das sieht dann schon so ein bisschen aus wie eben so ein normalisiertes Format, wenn man sich das mal anguckt. Manchmal sieht man dann auch Artefakte, gerade wenn man sich die gecachte Version vielleicht von irgendeinem esoterischeren Dokumentenformat anschaut, dann hat das manchmal nicht eins zu eins gut funktioniert, aber dieses Konvertieren von einem Format ins andere wird auch eigentlich immer besser und Text Extraction funktioniert auch eigentlich immer besser. Aber alle Tools sind immer noch ein bisschen mit Fehlern behaftet und man hat mit gewissen, ja, Reibungsverlusten zu rechnen. Das Encoding muss man auf jeden Fall auch normalisieren, wenn Sie ein bisschen was schon zu Encoding mal gehört haben. Es gibt natürlich verschiedene Varianten, wie man irgendwie Plaintext beispielsweise nur abspeichern könnte. Also sowas wie ASCII vielleicht als das ganz klassische, aber heutzutage eher weiter verbreitet, sowas wie Unicode in verschiedenen Varianten. Und naja, alles, was später bei einer Suchmaschine passiert, nach dieser Akquise und eben ja, diesem Crawling- und Konvertierungsprozess, alles, was dann später passiert, wäre schon nett, wenn das nur noch auf einem Encoding passieren müsste und dann nicht noch verschiedene Encodings behandeln müsste. Deswegen wird hier in diesem Konvertierungsprozess auch gleichzeitig das Encoding noch quasi normalisiert auf 1 angepasst und üblicherweise eine Variante von Unicode. Da kann man auch überlegen, ob man bei einer Suchmaschine quasi zwischen zwei Unicode-Varianten noch wechselt, also beispielsweise sowas wie zum Speichern irgendwie was noch ein bisschen speichereffizienter ist und zum eigentlichen Verarbeiten irgendwie was für jedes Zeichen eine feste Bytezahl beispielsweise hat, also sowas wie UTF-32 versus UTF-8 oder sowas, sodass man sich als Suchmaschine dann entscheiden kann, wenn ich speichere, möchte ich platzsparend sein, also unterschiedliche Byteanzahlen beispielsweise pro Zeichen haben, häufige Zeichen eben mit weniger Bytes. Und wenn ich es aber dann verarbeite, also beispielsweise meinen Index bauen möchte oder so, dann ist es mir vielleicht lieber, wenn jedes Zeichen gleich viel Bytes braucht, weil ich dann einfach schneller durchzählen kann, sozusagen. Das ist aber so ein bisschen so ein Trade-off, den man da manchmal hat, aber es ist oft so, dass eben das platzsparendere Format im Document Store verwendet wird und dann für die eigentliche Weiterverarbeitung doch ein anderes Format benutzt wird. Das Problem, was man hat, wenn man Codierungen ineinander umrechnen will, ist, dass viele Dokumente, die man im Web findet, quasi über ihr Encoding lügen, in Anführungsstrichen, also nicht unbedingt aus Böswilligkeit, aber vielleicht einfach, weil es falsch abgespeichert wurde oder so. Viele Dokumente behaupten beispielsweise, dass sie so ein Windows-Format sind, CP1282 oder wie das heißt, obwohl sie eigentlich vielleicht irgendwie ISO Latin 8859-1 sind oder so. Das hat dann einfach ein bisschen was damit zu tun, welches Programm das beispielsweise geschrieben hat und ob das richtig das Encoding in den Metadaten hingeschrieben hat. Das heißt, als Suchmaschine sollte man nicht den
den Metainformationen einer Datei trauen, sondern lieber nochmal gucken, ob das Sinn macht. Und nächstes Problem, viele Encodings sind oder viele Dokumente sind tatsächlich ungültig encodiert, das heißt, irgendwo sind da Fehler und die muss man auch möglichst gut beheben können, sodass man nicht am Ende irgendwie Schrott in den Document Store und in den Index packt. Weil jeder Fehler, den man hier macht, der wird im Prinzip einfach weiter propagiert. Es gibt keine späteren Schritte, die Fehler beim Akquirieren irgendwie nochmal beheben würden. Und das heißt, alles, was man jetzt falsch macht, das wird am Ende irgendwie der Nutzer sehen. Und das wird man in den Suchergebnissen sehen, als vielleicht komisches Artefakt, nicht gut gedrucktes Zeichen oder so, in einem Snippet oder so. Und sofort würden die Nutzer wahrscheinlich denken: Oh, was ist das für eine doofe Suchmaschine? Kriegt nicht mal irgendwie das Zeichenformat richtig hin. Das heißt, hier muss man auch tatsächlich ein bisschen Aufwand betreiben. Ja, das, was konvertiert ist, wird auf jeden Fall erstmal in den Document Store abgelegt und auch in den nächsten Prozess dann gegeben, der eben versuchen soll, den Index aufzubauen. Der Document Store wird im Prinzip benutzt, um alles original zu verwalten, also die Version, die man vom Crawler bekommen hat, um die konvertierte Version zu verwalten, um Metadaten zu verwalten und eine Versionshistorie zu verwalten. Und die Frage vielleicht zuerst, warum ist es denn eigentlich wichtig, alles quasi im Original und vielleicht auch konvertiert nochmal lokal vorzuhalten? Steht auch im Web. Kleine Frage quasi an Sie. Warum ist das auf jeden Fall wichtig? Halten Sie auch hier einfach den Screencast mal kurz an. Versuchen Sie sich mal Gedanken zu machen und machen erst den Screencast wieder an, wenn Sie eine Idee haben und vergleichen dann Ihre Idee mit meiner. Und wenn es nicht richtig passt, können wir uns mal in irgendeinem synchronen Format dann nochmal drüber unterhalten. Stellen Sie einfach nochmal eine Frage dazu. Also kurz anhalten. Warum macht es Sinn, überhaupt so einen Document Store zu haben? Haben Sie angehalten oder lassen Sie einfach weiterlaufen? Kleine Frage nochmal. Genau, also warum macht es Sinn? Mehrere Gründe. Zwar stehen Dokumente eigentlich im Web, aber manchmal kann man einen bestimmten Server nicht erreichen oder so. Also eine Sicherheitskopie zu haben, ist eigentlich nie verkehrt. Dann ist der Bottleneck natürlich auch weg, dass ich irgendwie das Dokument nochmal übers Web holen sollte. Das geht auf jeden Fall langsamer, als wenn ich es einfach bei mir von Platte lade. Also ich habe im Prinzip einen sehr schnellen Zugriff. Falls mir irgendwas in meiner Indizierungspipeline nicht gefallen hat und ich habe irgendwas geändert, dann kann ich es einfach nochmal neu laufen lassen mit der lokalen Kopie, die ich habe, anstatt nochmal alles laden zu müssen, was deutlich länger dauert. Und schließlich, wenn man noch so ein kleines bisschen vorausdenkt, schon an den eigentlichen Retrieval-Prozess, dem Nutzer sollen ja auch Snippets gezeigt werden. Und die Snippets, die Sie vielleicht bei Suchmaschinen noch nicht so bewusst wahrgenommen haben, aber wenn Sie sie wahrgenommen haben, die sind immer basierend auf die Anfrage optimiert. Das heißt, in so einem Snippet werden auf jeden Fall Stellen des Dokuments angezeigt, wo die Anfragetherme besonders dicht oder häufig vorkommen. Und das heißt, ich muss das on the fly ausrechnen, so ein Snippet. Ich kann die nicht vorspeichern. Und für so eine On-the-Fly-Ausrechnung habe ich eben auch nur wenige, vielleicht 100 Millisekunden. Und um dann schnell ein Snippet zu berechnen, brauche ich also irgendwie eine lokale gespeicherte Variante des Dokuments. Und ja, dafür brauche ich einen Document Store. Und das würde üblicherweise mit diesen konvertierten Dokumenten passieren. Daneben liegt dann im Document Store, also neben Originalversion und konvertierter Version und gegebenenfalls, wenn ich den Crawling-Prozess immer weiterlaufen lasse, angepassten Versionen des Dokuments und angepassten konvertierten Versionen, liegen auch noch Metainformationen, also sowas wie, wo kommt es denn her, wann habe ich es gecrawlt, wann habe ich es nochmal gecrawlt und so weiter. Eben die ganze Versionsgeschichte, also im Prinzip, solange der Speicher kein Problem ist, und Speicher kostet ja heute nicht mehr so viel, würde man sagen, ich heb alles auf. Warum? Naja, manchmal will jemand wissen, wie sah denn das Dokument vor 10 Jahren aus. Okay, das ist ein bisschen ein extremer Fall, aber manchmal ist es auch für spätere Analysen eben sehr nützlich, noch die alte Version zu haben. Um eben beispielsweise auch einen Vergleich oder sowas anbieten zu können. Da das Ganze natürlich auch sehr groß wird, wenn man das Web crawlt, muss man auch hier über eine Verteilung nachdenken und auch der Document Store muss dann im Prinzip verteilt werden, genauso wie das Crawlen selbst. Entsprechende Verteilungskonzepte wurden dann natürlich auch von den großen Suchmaschinenanbietern entwickelt und manchmal haben die gesagt, wie sie sich's vorstellen und manchmal gibt es dann auch entsprechende Open Source Varianten für solche Document Stores, die dann beispielsweise in Open Source Suchbibliotheken enthalten sind. Gut, jetzt haben wir also im Indizierungsprozess den ersten Schritt geschafft und quasi den Document Store befüllt. Den Index haben wir noch gar nicht angegriffen, der ist nur da, damit man sieht, dass es den mal geben soll. Jetzt muss ich irgendwie aus den
konvertierten Dokumenten, die fließen nicht nur in den Document Store, sondern die werden auch weiter einen Schritt Richtung Index fließen, muss ich quasi in Form einer Textanalyse versuchen, die Terme zu extrahieren, die ich eigentlich in den Index packen will, also die mir nachher helfen sollen, schnell Treffer zu finden. Und ich will auch irgendwelche anderen Features berechnen. Ich will eine Klassifizierung durchführen können. Also beispielsweise auch in einem generellen Webcrawl will ich sowas sagen wie, das sieht aus wie eine E-Commerce-Seite, das sieht aus wie eine Nachrichtenseite oder so. Das möchte ich mir vielleicht irgendwo auch merken, um gegebenenfalls dem Nutzer, der sagt, ich will Nachrichtenseiten, viele Nachrichtenseiten auf einmal anzeigen zu können. Und eine ganze Menge Metadaten werden berechnet werden. Das Ganze wird dann so eine Art Repräsentation des Dokuments sein, also von dem Original, braun aus dem Web generierten, ist das konvertierte Weiße geworden, und das konvertierte Weiße wird jetzt repräsentiert als so ein Vektor, habe ich das jetzt hier mal hingeschrieben, Fett D. Also es soll fett sein, und fette kleine Buchstaben sind oft Vektoren, die eben meinen, das Dokument wird in der Form repräsentiert, wie es für die Suchmaschine nützlich ist. Ja, wie funktioniert die Textanalyse, beziehungsweise was gibt es da wieder für Bausteine? Wir sind im Prinzip so in diesem Gedanken der Softwarearchitektur, Textanalyse als ein großer Block mit kleineren Unterbausteinen. Das Grundkonzept, was es da also gibt, ist, dass ich sage, es wird auf jeden Fall verschiedene Prozesse geben, die mir helfen, Indexterme zu bestimmen, und es wird verschiedene Prozesse geben, die mir helfen, Features zu berechnen. Was sind Indexterme? Ja, das sind Wörter oder Phrasen aus dem eigentlichen Text eines Dokuments. Wir werden in der Vorlesung auch oft einfach Term sagen und meinen damit Indexterm. Und die Grundidee ist, dass mit diesen Termen einfach das Dokument repräsentiert wird. Es könnte sein, dass ich manche Terme beispielsweise weglasse, weil ich sage, die sind jetzt nicht wichtig für dieses Dokument. Alle Indexterme eines Dokuments selbst sind dann die sogenannte Terminologie des Dokuments, also das, was mir hilft, den Inhalt zu beschreiben. Und Features dagegen müssen nicht unbedingt Wörter sein. Features ist irgendwie, ein Feature ist eine Sprechweise aus dem maschinellen Lernen. Das kann man auch eher, ja, schwierig eindeutschen, weil man einfach diesen Begriff des Features gewöhnt ist, also irgendwie Eigenschaft könnte man vielleicht sagen. Aber es ist einfach eine messbare Eigenschaft, und der Begriff Feature hat sich da etabliert. Die Idee dabei ist, Features zu berechnen, um das Dokument auch zu repräsentieren, aber eben für eine Klassifikation. Also beispielsweise zu sagen, ist das Ding Spam oder nicht? Oder was für eine Sprache ist denn das Dokument? Was für ein Genre? Also ist das eine Homepage oder ist das irgendwie eine E-Commerce-Seite oder so? Und je nachdem, was man klassifizieren will, würde man verschiedene Feature-Sets benutzen. Also man muss nicht immer alle Features, die man irgendwie zu einem Dokument ausrechnen kann, benutzen. Und das, was man abspeichert, auch mit dem Index dann und auch im Document Store und so weiter, das könnten dann sowas sein wie die Features selbst natürlich. Also die Werte, die habe ich manchmal auch durch ein kleines bisschen zeitaufwendigen Prozess bestimmt, aber auf jeden Fall auch die Klassenlabel, also die Kategorien, die ich so einem Dokument geben will. Da habe ich auch Berechnungsaufwand reingesteckt, und es macht Sinn, das dann einfach zu speichern, um es schnell zugreifen zu können, um es nicht wieder neu ausrechnen zu müssen. Die Komponenten, die ich dafür brauche, also um so eine Textanalyse durchzuführen, ist im Prinzip sowas wie ein Segmenter, also ein Dokument erstmal in die wichtigen Teile zu unterteilen oder überhaupt auf eine Webseite rauszukriegen, wo ist denn da der wichtige Text. Eine Stopping-Komponente, die bestimmte Wörter vielleicht rausschmeißen will, ein Stemmer oder ein Lemmatisierer, der mir hilft, Terme zu normalisieren, also auf ihre Grundform zu bringen. Eine Link-Extraction, das macht zwar der eigentliche Crawler ja auch, der will ja auch Links finden, aber hier beim Punkt der Textanalyse für eine Websuche brauche ich Links, um dann zu sagen, beispielsweise will ich PageRanks ausrechnen oder den Hits-Algorithmus laufen lassen, der im Prinzip fragt, wie autoritär im Sinne, wie gut eine Webseite eigentlich für ein bestimmtes Thema ist. Man möchte vielleicht auch noch Informationen extrahieren, also beispielsweise Zeug, was in Tabellen steht, Fakten, die da so also quasi drinstehen, oder auch einfach nur sowas wie wichtige Phrasen, sowas wie Named Entities, also San Francisco oder Personennamen oder sowas extrahieren. Und schließlich wird man eben auch noch einen Klassifizierer oder mehrere Klassifizierer haben, also eine Klassifikationskomponente, die hilft, das Dokument in entsprechend die Klassen einzusortieren, die so eine Suchmaschine vielleicht interessieren. Gehen wir auch da mal im Schnelldurchlauf drüber. Wie gesagt, wir sind nur High Level, wir werden uns jetzt hier die Details nicht genau angucken, aber das kommt dann später in der Vorlesung. Segmentierung bedeutet, dass ich ein Dokument in seine Teile zerlegen möchte. Das könnten unterschiedliche Formen von Teilen sein, also die mich da interessieren. Einmal natürlich, wenn ich quasi die HTML-Source des konvertierten Textes, was
der Konverter mir bereitgestellt hat, meine. Dann kann ich mich fragen, wo ist denn der eigentliche Hauptinhalt? Wo sind da beispielsweise Werbeblöcke? Wo ist irgendwie so ein Navigationsmenü oder Header oder Footer, die ich weglassen möchte? Also eigentlich interessiert mich vielleicht zum Indizieren erstmal eher nur der Main Content. Außerdem will ich aus dieser Webseitendarstellung sozusagen nicht nur den Main Content haben, sondern im Main Content interessiert mich sowas wie die Textstruktur. Also gibt es da Absätze, gibt es Überschriften, wie ist der Text formatiert und eben oft auch sowas wie, was mache ich denn, wenn das HTML nicht valide ist? Dann muss ich trotzdem irgendwie verarbeiten können, ohne dass ständig irgendwelche Parser-Fehlermeldungen dazu führen, dass ich nicht weiterkomme. Also beim Segmentieren habe ich verschiedene Probleme zu lösen, die am Ende aber dazu führen sollen, dass ich auf einer Website erkenne, was ist denn der eigentliche Hauptinhalt und wie ist der formatiert. Wenn ich den Hauptinhalt gefunden habe, interessiert mich dann aber auch noch, wie der sich segmentieren, also unterteilen würde. Also in linguistischer oder struktureller Sicht. Was sind denn da die Wörter? Wo sind Satzgrenzen? Wo sind Absatzgrenzen? Solche Geschichten. Und da eine Form der Segmentierung ist eine sogenannte Tokenisierung, wo man im Prinzip sagt, ich habe so einen String, also Text als String, der reinkommt und ich möchte den jetzt in seine Token, seine Teile zerlegen, die im Prinzip Wörter oder Satzzeichen sind. Also Wörter oder Satzzeichen sind Token und natürlich auch irgendwie Zahlen oder so, die da stehen. Ein Beispiel für eine Segmentierung, was man oft sieht, ist sowas wie Whitespace-Tokenisierung, also weil man einfach davon ausgeht, naja, im Deutschen oder im Englischen stehen halt zwischen Wörtern Leerzeichen. Das heißt, Leerzeichen trennen Wörter. Und man hat manchmal auch einfach so eine ganz einfache Definition eines Wortes, also jeder alphanumerische String ist ein Wort. Jetzt ist die Frage, reicht das oder gibt es da Probleme mit diesen zwei Definitionen? Und auch da sollten Sie einfach mal selbst kurz drüber nachdenken. Halten Sie also den Screencast einfach mal an. So, haben Sie schon angehalten? Haben Sie sich Gedanken gemacht? Wenn ja, ist gut. Wenn nein, haben Sie noch mal eine Chance. Ansonsten blätter ich jetzt also weiter. Naja, im Prinzip gibt es ja nicht nur Wortgrenzen in Sprachen wie Deutsch oder Englisch, die Leerzeichen sind, sondern oft ist auch einfach mal ein Bindestrich benutzt worden, um zwei Wörter zusammenzupacken oder so. Außerdem gibt es viele Sprachen, in denen gar nicht das Whitespace Wörter trennt. Also gerade so im asiatischen Sprachraum, im Chinesischen sozusagen, da gibt es überhaupt nicht das Konzept eines Whitespaces. Da sind einfach Zeichen zusammengesetzt und Wortgrenzen sind da sehr schwierig und müssen anders bestimmt werden. Also Whitespace funktioniert da nicht. Für alphanumerisch als Wortart ist auch das ein Problem, wenn man also beispielsweise noch Bindestriche da drin hat. Will man das jetzt, dass das da getrennt ist, ist aber kein Whitespace, oder will man, dass das zusammengesetzt ist, der Bindestrich ist jetzt nicht alphanumerisch, oder solche Zusammenziehungen, solche Auslassungen oder irgendwelche Special Characters, die man hat, wird alles ignoriert. Hat man ein Problem. Kommen wir später sicherlich im Detail nochmal dazu, wenn wir uns darüber unterhalten, wie man eine Textanalyse auf Suchmaschinenseite genauer durchführen würde. Was am Ende dann auch noch passiert, oft ist so eine Art Normalisierung, dass man sagt, man lowercased erstmal alles. Auch das ist natürlich verlustbehaftet. Also wenn ich Apple groß schreibe oder Apple klein schreibe, dann meine ich halt wahrscheinlich einmal die IT-Firma und einmal eben das Obst. Und diesen Unterschied, den kriege ich dann nicht mehr mit, wenn ich es alles lowercase. Aber das hat sich etabliert, dass man erstmal alles in Kleinbuchstaben normalisiert. Wenn man das gemacht hat, kommt man zum nächsten Schritt, dem sogenannten Stopping. Stopping heißt nicht, dass man jetzt auf Suchmaschinenseite irgendwie ein bisschen aufhört, aber man meint damit zumindest was Ähnliches. Man verarbeitet bestimmte Wörter einfach nicht, beziehungsweise setzt die nicht als Indexterme weiter in der Pipeline fort und reduziert sozusagen so ein bisschen das Vokabular oder die Terminologie eines Dokuments. Kandidaten dafür wären so beispielsweise Funktionswörter, die eigentlich überall vorkommen, also sowas wie Artikel oder so Verbindungswörter wie eben im Englischen the of, to, for oder and oder so, die häufig nicht wirklich bedeutungstragend sind und manchmal auch eher mehrdeutig, also nicht helfen, eine Anfrage besser zu verstehen und nur grammatische Funktionen haben, deswegen der Begriff Funktionswörter, die lässt man oft vielleicht einfach weg, um zu sagen, naja, das sind Terme, die überall vorkommen, die helfen mir am Ende sowieso nicht, zwischen Dokumenten zu unterscheiden. Andere Kandidaten wären im Prinzip häufige Wörter, die irgendwie immer häufig sind, also in einer Sprache oder in einer Dokumentsammlung sehr häufig sind. Ein Beispiel wäre sowas wie
Wenn man Wikipedia indiziert, dann steht wahrscheinlich auf jeder Seite irgendwo Wikipedia da. Wenn man das Wort jetzt aber weglässt, dann wird man wahrscheinlich nicht mehr den Wikipedia-Artikel über Wikipedia finden können, weil der dann auch weg quasi ist, weil das Wort da draus weg ist. Aber da muss man so ein bisschen aufpassen, in welcher Form man das eben macht, ob wann man vielleicht Stoppwörter, also häufige Wörter als Stoppwörter ansieht. Aber Wikipedia wird mir auf jeden Fall nicht besonders gut helfen, zwischen verschiedenen Wikipedia-Seiten zu unterscheiden, wenn ich nur einen Index der Wikipedia beispielsweise habe. Und andere Kandidaten könnten noch sowas sein wie domänenspezifische Wörter, also beispielsweise das Wort Learning, was eigentlich im Lernumfeld, also wenn es um Weiterbildung oder überhaupt um Schulen oder so geht, wird Learning wahrscheinlich auch nicht so ein besonders gutes Wort sein, was zwischen Dokumenten hilft zu unterscheiden, weil man einfach erwartet, dass es mehr oder weniger in fast jedem Dokument vorkommt. Ja, das wäre dann also so domänenspezifisch, ohne dass man über die Häufigkeit zählt, aber dass man eben auch sagt, naja, wenn es eh um Bildung geht, dann brauche ich so ein Wort wie Learning gar nicht, weil das quasi zum Kanon des Vokabulars da gehört. Ein Vorteil vom Stopping, also Wörter wegzulassen, gar nicht mit in den Index aufzunehmen, ist natürlich irgendwie, dass der Index kleiner wird. Und kleinere Indizes führen häufig dazu, dass Anfragen schneller verarbeitet werden können, wenn wir dann später sehen, wenn wir über den Index eigentlich sprechen. Und außerdem ist so ein bisschen Rauschen halt weg, ne? Also so Terme, die sowieso nicht wirklich eine grammatische Bedeutung haben oder in dem Kontext, für den ich die Suchmaschine baue, irgendwie nicht helfen, zwischen Dokumenten zu unterscheiden. Ja, die brauche ich vielleicht auch gar nicht. Ein Nachteil ist natürlich, wenn ich Funktionswörter oder häufige Wörter weglasse, dann werde ich am Ende bestimmte Anfragen nicht mehr beantworten können. Also so der Klassiker, der dann auch oft in solchen Evaluierungskampagnen abgefragt wird, sozusagen, um zu überprüfen, wie die Stopping-Funktionalität eines teilnehmenden Systems funktioniert, ist dann sowas wie to be or not to be. Das sind alles Stopwörter in der englischen Sprache, wenn man sagt, ich nehme die häufigsten Wörter beispielsweise. Und wenn jetzt ein System die weggelassen hat, kann man eben diese Shakespeare-Zitat nicht mehr suchen. Hängt aber auch so ein bisschen vom Retrieval-Modell ab, ob Stopping überhaupt Sinn macht, also ob es die Effektivität des Retrievals verbessert und hängt auch so ein bisschen davon ab, wie man es macht. Ne? Üblicherweise ist es so, dass man sagt, ja, auf dem eigentlichen Text, den ich initiiere, da lasse ich die Stoppwörter vielleicht erstmal einfach drin, so aus praktischen Gesichtspunkten. Ich spare mir zwar jetzt dann nicht die Indexgröße, aber so viel sparen Stoppwörter dann auch nicht. Das sind vielleicht so, je nachdem, wie viel häufigsten man nimmt, sowas wie 20, 30% Indexgröße, die ich da spare. Also man sagt, die häufigsten Wörter einer Sprache, das häufigste Wort in den meisten Sprachen ist irgendwie eins, was so 6, 7% vom Gesamttext sozusagen ausmacht. Das heißt, wenn ich die Postings in so einem Index zähle, dann kommen wir dann gleich noch dazu, was das eigentlich ist. Also im Prinzip kann man sich vorstellen, für jedes Vorkommen eines Wortes in irgendeinem Text muss ich auch irgendwie ein bisschen Speicher im Index vorsehen. Das werden wir Posting nennen. Wenn ich da frage, wie viel Postings spare ich denn? Naja, so wie 20, 30% wird der Index vielleicht kleiner, wenn ich Stoppwörter weglasse, je nachdem, wie aggressiv ich das mache. Das Problem ist, ich kann die Anfragen nicht mehr beantworten. Deswegen geht man heutzutage eher dazu über, dass man sagt, Stoppwörter entfernt man vielleicht beim Indizieren gar nicht mehr. Man macht das erst in dem Moment, wo eine Anfrage reinkommt und fragt sich, okay, in der Anfrage sind jetzt 100% der Terme Stoppwörter, to be or not to be beispielsweise. Da sind die offenbar wichtig. Nach denen muss ich im Index suchen. Oder in einer anderen Anfrage, da weiß ich nicht, sind nur 20 oder 30% der Terme Stoppwörter. Da scheinen die nicht so wichtig zu sein. Ich gucke erst mal, ob ich Dokumente finde, die anderen Terme enthalten. So, dann benutze ich die Stoppwörter gar nicht, um in den Index zu schauen. Aber das entscheide ich eben ein bisschen flexibler erst zum eigentlichen Anfragezeitpunkt und nicht reduziere schon meine Flexibilität, indem ich es beim Indizieren weglasse. Nächster Schritt, der das Vokabular ein bisschen normalisiert, also so ähnlich wie Lowercasing, ein weiterer Normalisierungsschritt ist sowas wie Stemming oder Lemmatisierung. Man möchte Wörter auf ihre Grundform zurückbringen. Und indem man alle Flexionsvarianten sozusagen auf denselben Indexterm bringt. Ein Beispiel ist sowas wie Statistics, Statistics, Statistical. Das hat sicherlich alles irgendwas mit Statistik zu tun, also quasi dasselbe grundlegende Konzept. Die Worte sind aber syntaktisch unterschiedlich. Also das eine hat ein S hinten dran, das andere nix, das andere ein AL hinten dran. Wenn man jetzt nur nach einem sucht, würde man im klassischen Vorgehen, also wenn ich jetzt nach Statistik suche, würde ich Statistics und Statistical nicht mitfinden. Dafür gibt es jetzt aber zwei Ansätze, um das bisschen aus Stemming-Lemmatisierungssicht zu beheben. Stemming ist häufig ein regelbasierter Ansatz, der eben sagt, naja, es gibt Regeln,
wie Suffixe, Präfixe oder Infixe aussehen und die lasse ich halt weg. Also beispielsweise bei Worker brauche ich eine Regel, die er weglassen kann. Bei Megavolt sowas wie Mega kann weg. Oder bei sowas wie Unbloody Likely, bei so einem Infix, ja, damit meine ich wahrscheinlich eigentlich Unlikely, Bloody kann erstmal weg. Oder eine ganz naive Heuristik, die eben sagt, ich mache da jetzt gar nicht irgendwie so groß rum mit Regeln, ich schneide einfach immer nach dem dritten oder vierten Buchstaben weg. Ja, kann man sich schon vorstellen, dass das nicht besonders gut funktionieren wird, also dass da viele Sachen zusammengeschmissen werden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Anderer Ansatz ist lemmatisieren, wo ich versuche, die Grundform eines Wortes, die man quasi im Wörterbuch finden würde, zu finden. Und die Grundformen sind aber oft unterschiedlich, also nicht so geschrieben wie die eigentliche Wortform. Also beispielsweise sowas wie irreguläre Verben. Saw als Vergangenheitsform von see hat eigentlich nur noch das S gemeinsam, ist schwierig mit irgendwie einem Stemming, das regelbasiert funktioniert, hinzukriegen. Außer man benutzt Wörterbücher oder sowas. Aber da gucken wir auch später in der Vorlesung nochmal genauer rein. Der Vorteil ist also, wenn ich stemme und lemmatisiere, dass ich auch nach anderen Formen desselben Worts suchen kann. Also wenn es in einer grammatikalisch anderen Form auftritt, dann kann ich es auch finden. Was wären denn Nachteile von aggressivem Stemming, also sowas wie ein Wort sehr verkürzen oder sowas? Denken Sie da auch mal kurz drüber nach, was das auf Suchmaschinenseite vielleicht für Probleme hervorrufen könnte. Und dazu am besten auch den Screencast kurz anhalten. Haben Sie angehalten? Dann mache ich mal weiter. Ja, also Nachteil ist im Prinzip, dass häufig sowas passiert, dass Wörter, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, auf denselben, auf dieselbe Grundform gestemmt oder lemmatisiert werden. Das hängt so ein bisschen davon ab, was man für ein Verfahren einsetzt. Aber ein typisches Beispiel beim Stemming ist, dass sowas wie University und Universe oder auch Universal alles auf Univers gestemmt würde. Also ein Wort, was gar kein Wort mehr ist in der englischen Sprache, aber University und Universe hat vielleicht jetzt auch nicht so viel miteinander zu tun. Also quasi falsch positive Fälle, die also zwei Wörter auf dieselbe Grundform bringen, obwohl die gar nicht die gleiche Grundform haben. Ein Nachteil beim Stemming ist auch noch, wie man hier schon sieht, dass es gar keine echten Wörter mehr sind, aber gut, das ist der Maschine egal, man kann es halt nur als Mensch vielleicht nicht mehr so direkt gut lesen. Und ein Nachteil von Lemmatisierung ist, da kriege ich zwei Wörter raus, also ich will ja Grundformen finden, die im Wörterbuch stehen, aber es ist dann dadurch häufig teurer, im Sinne von, ich brauche erstmal so ein Wörterbuch. Und so ein Wörterbuch darf natürlich nicht statisch sein, weil sich Sprache entwickelt und so weiter und so fort. Die Effektivität vom Stemming selbst hängt so ein bisschen von der Sprache ab. Also für sowas wie eine sehr mit grammatikalischen Inflexionen reiche Sprache, wie beispielsweise Arabisch oder so, bringt Stemming sehr große Effektivitätsvorteile, wohingegen bei sowas wie Englisch oder so vielleicht die Vorteile gar nicht so groß sind. Ein alternativer Ansatz zum Stemming wäre noch zu sagen, naja, ich mache das auch wieder nicht zum Indizierungszeitpunkt, also entscheide mich, welche Grundform oder sowas ich in den Index schmeiße, sondern ich mache das zum Anfragezeitpunkt und sage, ah, für den Term hätte ich noch dieses oder jenes Synonym vielleicht oder verwandte Varianten des Terms. Die packe ich einfach in die Anfrage künstlich dazu. Nicht der Mensch macht das, sondern die Maschine. Und aus praktischen Gesichtspunkten macht man heutzutage einfach alles. Man sagt, ich packe nicht nur die gestemmten Versionen der Terme in den Index, sondern auch die Grundformen, die gestemmten auch noch. Okay, der Index wird jetzt quasi doppelt so groß, aber ich habe auch noch Query-Expansion zur Anfragezeit und bin damit wieder wie beim Stopping auch, gleiche Argumentation, super flexibel. Also ich kann mich dann zur Anfragezeit entscheiden, ob ich nach den gestemmten Versionen suche, also zusätzlich vielleicht, wenn ich feststelle, wenn ich nach der Form, wie sie in der Anfrage vorkommt, suche, dann finde ich nur 10 Treffer, ich will aber 100 anzeigen, dann benutze ich halt noch die gestemmte Version oder ich mache sowas wie Query Expansion, gucken wir uns auch sicherlich im Verlauf der Vorlesung nochmal ein kleines bisschen genauer an. Link-Extraktion hat jetzt erstmal nicht direkt was damit zu tun, dass man irgendwie den Text normalisieren möchte oder so, aber hat auch zwei Funktionen, die fürs Indizieren wichtig sind. Funktion 1 ist die Link-Analyse selbst, nicht jetzt um zu sagen, ah, da ist ein neuer Link, will ich crawlen, das hat ja der Crawling-Prozess schon gemacht, sondern um zu sagen, wie wichtig ist denn so eine Seite im Konzept des World Wide Web, also dieses vernetzten Webs von Hypertexten sozusagen, also die aufeinander verlinken können. Und da gibt es Verfahren wie beispielsweise PageRank oder Hits, also PageRank von den Gründern von Google, Sergey Brin und Larry Page entwickelt und Hits von John Kleinberg. Die Grundidee dabei zu sagen, naja, Seiten, die von wichtigen Seiten Links bekommen, sind wahrscheinlich auch wichtiger, so also ganz grob gesagt aus abstrakter Sicht.
Und diese Form der Wichtigkeit wird eben eine Zusatzinformation sein, die mir hilft, zwischen zwei Dokumenten zu entscheiden, welches ranke ich denn weiter hoch. Naja, das, was den besseren Hit-Score oder was den besseren PageRank-Score hat, wenn ansonsten alles gleich ist. Das ist also quasi so ein weiteres Entscheidungskriterium, ganz platt und abstrakt gesagt. Außerdem Link-Extraktion wichtig, um zu sagen, wenn Dokumente aufeinander verlinken und da Vokabular benutzen, um diesen Link sozusagen zu beschreiben. Also einmal ist der Link ja meistens selbst irgendwie ein Stückchen Text, auf das man klicken kann und manchmal steht da auch noch ein bisschen was davor und dahinter. Dann ist das manchmal ganz nett, das noch mit zusätzlich zu ergänzen. Hat nur so in diesem historischen Ausschnitt uns auch schon kurz drüber unterhalten, dass das die Effektivität von einem Retrieval-Modell oder von einer Suchmaschine oft noch stark erhöht, wenn man nicht nur die eigentlichen Informationen von dem Dokument selbst indiziert, sondern auch noch von anderen Dokumenten, die darauf verlinken, weil die oft noch ein bisschen andere Terme beispielsweise benutzen. Dann kann man sich sowas wie Query Expansion vielleicht sogar sparen, weil man das einfach mit indiziert hatte sozusagen und das Vokabular wird dadurch ein bisschen erweitert, mit dem man das Dokument finden könnte. Und man könnte auch sagen, solche Ankertexte sind vielleicht Kurzbeschreibungen von anderen zu einer Webseite und ja, Kurzbeschreibungen sind oft eben ein bisschen präziser als der eigentliche, vielleicht längere Text selbst. Außerdem noch wichtig im Bereich der Textanalyse eine Art Informationsextraktion, also Informationen im weiteren Sinne gedacht. Alles, was irgendwie an spannenden Dingen auf so einer Webseite auftauchen kann, was mir bei der Suche helfen könnte, mehr oder weniger könnte man sagen. Information Extraction ist ein Teilgebiet des Natural Language Processing. Kleiner Werbeblock, auch dafür gibt es eine Spezialvorlesung sozusagen im Master, die man sich anhören kann bei mir. Häufig ist es ein bisschen teurer, als einfach nur einmal sowas wie eine Tokenisierung zu machen oder so, weil man sich beispielsweise fragt, welches sind denn Nominalphrasen? Also Phrasen, in denen ein Substantiv das sogenannte Kopfwort ist, also das wichtige Wort der Phrase. Beispielsweise sowas wie The Yellow House in dem Satz The Yellow House is for sale. Also The Yellow House ist hier die Nominalphrase oder sowas wie I want a skateboard, a skateboard ist die Nominalphrase, weil das Substantiv jeweils das wichtige Wort in der Phrase ist. Noun Phrases sind deswegen wichtig, weil man eben beispielsweise beobachten kann, dass viele Anfragen, die Menschen stellen, auch Noun Phrase basiert sind, also Nominalphrasen, viele Substantive und Adjektive enthalten. Und wenn man die also extra auszeichnen könnte, bräuchte man vielleicht manchmal gar nicht nach den einzelnen Wörtern suchen, sondern könnte sagen, wenn jemand nach Yellow House sucht und ich habe das als Nominalphrase mit indiziert, dann kann ich direkt die Antwort geben. Also einfach nur den Indexeintrag zu Yellow House zurückliefern, anstatt dass ich erst bei Yellow und dann bei House beispielsweise gucke. Ein weiterer, also warum ist das überhaupt teuer, solche Nominalphrasen zu erkennen? Vielleicht noch ein kleiner Einschub. Ja, dazu muss ich ja erstmal den Part of Speech von den Wörtern bestimmen, also die Wortart. Ist das jetzt ein Substantiv, ein Adjektiv, ein Verb oder so? Und das ist teuer, weil man da häufig noch ein anderes Verfahren benutzen muss. Und je nachdem, was für ein Verfahren man benutzt, es kann manchmal sehr zeitaufwendig sein und dafür präziser oder nicht ganz so zeitaufwendig und dafür nicht ganz so exakt, handelt man sich auch noch einen kleinen Fehler vielleicht ein. Andere Art von wichtigen Phrasen, sogenannten Named Entities, also irgendwie Dinge aus der realen oder auch aus der fiktiven Welt, also beispielsweise sowas wie Ortsnamen, San Francisco oder Personennamen oder eben auch fiktive Charaktere, Harry Potter oder so, das wären Named Entities, also Orte, Personen, Organisationen. Also Dinge, die quasi eindeutig mit einem Namen bezeichnet werden. Warum sind die wichtig? Naja, auch danach suchen die Menschen oft. Und wenn man eben extra Named Entities in den Index mit aufnimmt, gerade solche, die eben zusammengesetzt sind, also sowas wie Harry Potter, dann kann man die Anfrage schneller beantworten, als wenn man erst alle Dokumente, die Harry enthalten und alle, die Potter enthalten, irgendwie finden muss. Und idealerweise, wenn man dann nur die finden, wo die Worte direkt nebeneinander stehen, naja, dann kann man sie vielleicht auch gleich direkt als Indexeintrag mit aufnehmen und ist dann eben schneller. Der Index wird dadurch größer, klar. Aber meistens ist Speicherplatz eben heutzutage gar nicht mehr so das Problem, selbst im Hauptspeicher, wo der Index liegen soll. Das eigentliche Problem ist die Präzision sozusagen der Antwort, die man dem Nutzer geben will. Was man oft auch machen muss, um einen Text besser zu verstehen, ist sogenannte Koreferenzauflösung. Also Koreferenzen, das sind Anaphern oder Kataphern, sind also Ausdrücke, die vorwärts oder rückwärts im Text verweisen. Resolving them, also das Beispiel einer Rückwärtsreferenz auf Koreferenz. Und solche Dinge zu erkennen, also zu sagen, eigentlich steht das them hier für Koreferenz und eigentlich sollte hier Koreferenz sozusagen zweimal, beziehungsweise das Gewicht erhöht werden, weil es hier auch nochmal vorkommt, wenn ich diese Folie indizieren würde. Das ist ein extrem schwieriges Problem, aber es hilft natürlich, den Text besser zu verstehen, in Anführungsstrichen.
Also Suchmaschine weiß natürlich immer noch nicht so richtig, worum es da geht, aber kann die Bedeutung des Wortes Koreferenz für dieses Schnipselchen Text besser verstehen, wenn sie erkennt, ah, hier steht es eigentlich auch nochmal. Koreferenz auflösen ist aber leider eines der schwierigsten Probleme. Also es gibt viele schwierige Probleme im Natural Language Processing. Koreferenzen auflösen ist eines der schwierigeren und ist auch noch keine richtige Lösung dafür vorhanden, aber man sollte vielleicht versuchen, mit dem, was im Moment vielleicht State of the Art ist oder so, solche Koreferenzen aufzulösen. Beziehungen zwischen Wörtern erkennen ist auch oft nützlich, wenn man eben beispielsweise dann als Suchmaschine nach solchen Beziehungen gefragt wird. Also was am meisten interessiert, sind Beziehungen zwischen diesen Named Entities. Dann muss man also die zuerst erkennen, kostet ein bisschen was an Aufwand und Zeit. Und dann kann ich eben sowas erkennen wie Bill lives in the USA. Lives in wäre dann vielleicht so diese Beziehung. Sowas kann ich dann in meinem Wissensgraphen als Suchmaschine ablegen. Und wenn mich jemand fragt nach Wohnort Bill, ja, USA, weil ich Wohnort dann noch idealerweise auch als Lives in interpretieren kann. Alles andere, was so halb strukturiert ist, ist auch immer interessant. Also sowas wie Informationen aus Tabellen zu extrahieren, zu erkennen, wo sind vielleicht Zitate oder Referenzen oder auch Kommentare oder so. Das ist alles Information Extraction und ja, alles ein Problem in sich. Für keins gibt es so richtig gute Lösungen. Also für sowas wie Part-of-Speech Tagging gibt es für viele Textarten Verfahren, die ziemlich, ziemlich gut sind. Aber die meisten anderen Sachen sind tatsächlich noch nicht so richtig gut gelöst in dem Sinne. Also auch als Suchmaschine muss man da mit eben Fehlern leben, die vielleicht dann gemacht werden. Klassifikation auch als ein Teil der Textanalyse. Naja, ich möchte im Prinzip durch maschinelle Lernverfahren Typen und Arten von Dokumenten kategorisieren können, basierend auf Features, die ich extrahiere während der Textanalyse, also irgendwelchen Merkmalen von den Dokumenten. Sowas wie Spam-Erkennung, also ist eine Seite irgendwie eigentlich Spam, also soll die nur weit oben im Ranking sein, aber eigentlich hilft sie Nutzern gar nichts oder vielleicht sogar verteilt sie Malware oder sowas, das muss man irgendwie erkennen können. Ich muss die Sprache erkennen können, beziehungsweise die Hauptsprache einer Webseite. Das ist ein Klassifikationsproblem. Vielleicht will ich dieses Thema, um das es sich dreht, erkennen oder eben Seiten clustern können, die ähnlich zueinander sind. Also beispielsweise sowas wie Sportartikel erkennen als Thema oder eben Sportartikel zusammenclustern. Dann das Label vielleicht idealerweise auch noch Sport vergeben oder so. Das sind Probleme, die sich im Bereich der Klassifikation ergeben können. Oder auch sowas wie das Genre. Also ist es jetzt eine persönliche Homepage, es ist vielleicht was anderes natürlich als irgendeine E-Commerce-Seite oder so. Die möchte ich klar voneinander trennen können, aber das kann ich jetzt als Suchmaschine eben auch nicht einfach, indem ich drauf gucke, erkennen, sondern ich muss das basierend am Text und von Features, die ich da extrahieren kann aus dem Text und für das Dokument selbst entscheiden können. Und was man macht als Suchmaschine ist eben, dass man für jede dieser Arten, die man da vielleicht für die Klassifikation möchte, entsprechende Klassifikatoren trainiert, also maschinelle Lernverfahren benutzt, die eben Sprache erkennen können oder Genre kategorisieren können und so weiter. Also alles jeweils einzelne Subprozesse, die ich da anstoßen müsste und alles eben auch ein bisschen zeitaufwendig im Sinne von, wenn ich das während der eigentlichen Anfragezeit machen würde, viel zu teuer. Das heißt, ich werde das alles vorberechnen und die entsprechenden Ergebnisse deswegen eben auch in meinen Index und in meinen Document Store ablegen. Also wenn ich festgestellt habe, das ist ein englischsprachiges Dokument und zwar eine persönliche Homepage, dann speichere ich mir diese Information gleich ab, weil sie nochmal neu zu berechnen eben teurer ist als das, was ich dafür bezahle, also ein bisschen Speicherplatz vorzuhalten. Gut, jetzt haben wir das Dokument repräsentiert und auch eben Zusatzinformationen schon so ein bisschen mitberechnet, also klassifiziert auch. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt den Index aufbauen und eben die Zusatzinformationen, beispielsweise Statistiken oder so, in einen extra Speicherbereich ablegen und auch alles idealerweise, was wichtig war für so ein Dokument, noch in den Document Store mit dazulegen. Also Metadaten, Klassifikationsdaten oder so, speichere ich einfach auch nochmal in den Document Store, um sie persistent zu halten. Es gibt zwei Arten, so einen Index zu bauen. Also einmal kann man den Index quasi live immer wieder updaten oder man hat einfach einmal alles, was in den Document Store liegt, baut den Index einmal auf. Und ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie man quasi seine Suchmaschine bedient. Also entweder im Bulk Indexing machen wir für unsere Suchmaschine Chat Noir, weil die Kollektion einmal so ist, wie sie ist und sich nie wieder ändern wird. Wir haben eine statische Kollektion erstmal, die wir da indizieren. Aber bei so einer Suchmaschine, die tatsächlich von echten Nutzern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, täglich benutzt werden soll fürs Web, na, da muss man eben auch
minütlich, fast sekündlich irgendwie den Index updaten, weil das Web so dynamisch ist. Was ich mache, ist eben diese Dokumente, die ich in der Textanalyse repräsentiert habe, irgendwie in den Raum legen, hier als Beispiel jetzt erstmal so einen Vektorraum, um dann zu sagen, dies ist die Repräsentation meines Dokuments und die hilft mir jetzt, um eine Datenstruktur aufzubauen, um möglichst schnell die wichtigsten Dokumente zu einer Anfrage zu finden. Beim Indizieren ist es wichtig, Dokumentstatistiken zu haben, die werden dann auch in den Statistikteil des Indexes mit abgelegt, ein Modell zu bilden. Über Index-Updates muss man gegebenenfalls nachdenken und auch da natürlich wieder über eine Verteilung. Im Prinzip, so Faustformel, ein Index ist ungefähr genauso groß wie die Kollektion selbst im Document Store. Das heißt, auch da, wenn der Document Store schon verteilt werden muss, muss ich auch den Index quasi verteilen. Natürlich kann man Index komprimieren. Das sind auch Sachen, über die man da nachdenken muss. Kompression klingt erstmal so, als würde man nur Platz sparen wollen, aber Kompression bei einem Index ist auch oft wichtig, um Zeit zu sparen, weil man einfach, wenn man Teile des Index in den Hauptspeicher lädt, oft schneller ist, wenn man komprimierte Versionen in den Hauptspeicher lädt und dort entpackt, als wenn man die größere Version, die ungepackte Version, die unkomprimierte Version über quasi den Bus schickt. Das dauert einfach länger als heutzutage bei der aktuellen Hardware leichte Kompressionsverfahren brauchen, um entsprechend was Größeres in dem eigentlichen Prozessor-Cache dann zu dekomprimieren. All das sind Geschichten, über die man beim Indexing eben nachdenken wird und die wir auch gegebenenfalls in der Vorlesung später ansprechen werden. Was ist die Grundidee? Naja, beim Indizieren möchte ich also die Datenstruktur oder die Datenstrukturen anlegen, die mir helfen, schnelles Retrieval durchzuführen für eine gegebene Anfrage, für eine gegebene Menge von Dokumenten. Und die üblichste Datenstruktur, die man da verwendet, ist der sogenannte invertierte Index. Gibt aber auch andere Datenstrukturen. Vielleicht haben Sie schon mal was vom Suffix-Array oder vom Signature-File gehört. Das wären andere Ideen. Aber das, was am meisten verbreitet ist im Bereich von Suchmaschinen, ist der sogenannte invertierte Index. Um so einen invertierten Index aufzubauen, hat man auch wieder da Komponenten, also was Dokumentstatistiken ausrechnet, was Termgewichte ausrechnet. Der eigentliche Indexaufbau selbst, also irgendwie ein Prozess, der den Index selbst aufbaut und dann eben, hat man gerade schon gesagt, sowas wie die Verteilung. Für die Indexkonstruktion kann man dann eben auch noch vielleicht Subprozesse haben, sowas wie Komprimierung oder so von Indizes. Wenn Sie sich speziell dafür interessieren, da wäre eben dieses Managing Gigabytes Buch nicht verkehrt, was vielleicht ein bisschen outdated klingt, aber auch da unheimlich viel zur Indexkonstruktion selbst. Das hatten wir ja ganz am Anfang in der Vorlesungseinleitung schon mal kurz erwähnt. Was sind Dokumentstatistiken? Ja, im Prinzip möchte ich Zusatzinformationen zu Dokumenten sammeln, also nicht einfach nur den Text, der da drin steht, sondern das, was mir hilft, Dokumente eben zu scoren und zu ranken. Das könnte sowas sein wie einmal den Text betreffen, also wie häufig sind da Wörter in diesem Dokument, was ist denn beispielsweise das Topic und das Genre von dem Dokument, oder beziehungsweise wie häufig sind denn bestimmte Wörter in einem Topic, also in einem Themengebiet oder in einem Genre, also auf Homepages oder sowas beispielsweise. Man will wissen, in wie vielen Dokumenten ein Term denn überhaupt vorkommt. Wenn Sie sich erinnern an diesen kleinen Geschichtsexkurs, da hatten wir TF-IDF kurz erwähnt. Das ist eben eine Form, wo man fragt, wie häufig ist der Term im Dokument selbst und multipliziert mit der inversen Dokumenthäufigkeit, also in wie vielen Dokumenten kommt denn dieser Term vor? Wenn der in vielen Dokumenten vorkommt, hilft er mir eigentlich nicht, zwischen Dokumenten zu unterscheiden. Dafür braucht man aber die Dokumenthäufigkeiten von Termen. Man will oft auch sowas haben wie, an welchen Stellen im Dokument stehen denn die Terme, um beispielsweise, wenn man nicht Phrasen indiziert im Index selbst ablegt, sondern wenn man dann trotzdem Phrasenanfragen beantworten will, dann muss man eben gucken, ob der Term, also wenn ich nach Information Retrieval suche, ob der Term Information und der Term Retrieval in dem Dokument auf aufeinanderfolgenden Stellen steht, also beispielsweise an Position 5 und 6. Dafür brauche ich die Position. Braucht sowas wie Dokumentlänge. Für manche Retrieval-Modelle ist das wichtig, irgendwie Scores nach der Dokumentlänge zu verteilen und solche Geschichten. Alles andere, was man sich auch noch vorstellen kann, natürlich auch. Und sowas, also an statistischen Informationen, sowas würde man dann üblicherweise in einem Key-Value-Store ablegen. Also braucht man keinen invertierten Index, wo das dann einfach eine Hashmap, die legt man neben den Index noch mit ab, als so eine Art Statistik, Zusatzspeicher beispielsweise. Termgewichte selbst sind natürlich wichtig, weil ich mit Hilfe der Termgewichte dann zum Anfragezeitpunkt möglichst schnell ein Ranking der Dokumente ausrechnen will. Und die Termgewichte hängen so ein bisschen davon ab, was für ein Retrieval-Modell man eigentlich benutzt. Also man kann natürlich im Index verschiedene Termgewichte speichern, aber wenn ich etwa
BM25 benutze als Retriever-Modell, na, dann macht es natürlich auch Sinn, einfach gleich BM25-Gewichte beim Indizieren zu berechnen, weil ich die dann einfach zum Anfragezeitpunkt nur schnell aus dem Index hole, beispielsweise zusammenaddiere für alle Terme, die in der Anfrage vorkommen, für ein Dokument und fertig. Und ich muss es nicht erst ausrechnen. Das ist so die Grundidee, warum man Termgewichte vielleicht ablegen möchte. Da gibt es unterschiedliche Varianten, also sowas wie Termhäufigkeit wird üblicherweise logarithmisch abgespeichert, also wie oft kommt ein Term in ein Dokument vor, oder eben das, was wir schon als IDF inverse Dokumenthäufigkeit gesehen haben, also der Logarithmus des DF-Wertes, und der DF-Wert ist einfach Anzahl der Dokumente, die einen Term enthalten. Gibt dann auch so ein Retrieval-Modell, könnte man es tatsächlich nennen, TF mal IDF, also TF-IDF ausgesprochen, das ist eines der bekanntesten Modelle, was einfach sagt, ich multipliziere den TF-Wert und den IDF-Wert für ein Dokument, um das zu scoren, mit für einen Anfrageterm, und beispielsweise summiere ich dann über alle Anfrageterme oder so, die in dem Dokument vorkommen, und dann habe ich den TF-IDF-Wert ausgerechnet. Eine Variante davon, die ein bisschen besser funktioniert, ist das BM25, was wir schon in dem Geschichtsüberblick als eines der einflussreicheren Retrieval-Modelle gesehen haben, was dann TF-IDF ein bisschen verbessert, also im Sinne der Retrieval-Effektivität. Und ja, das, was man immer machen würde, ist natürlich diese ganzen Terme, soweit es, also die Gewichte für Terme, soweit es geht, vorzuberechnen, damit man dann zur Anfragezeit einfach schneller antworten kann. Manchmal hat man aber auch Gewichte, die man erst berechnen kann, wenn man tatsächlich die Anfrage kennt. Aber alles, was sich vorberechnen lässt, berechnet man vor und legt es in den Index mit ab, um einfach schneller zu sein. Was ist jetzt so ein Index? Jetzt haben wir die ganze Zeit immer drüber gesprochen. Ich habe hier mal einen Beispielindex aufgeschrieben. Der invertierte Index macht im Prinzip Folgendes: Wenn man sagt, ein Dokument ist einfach eine Folge von Termen, dann habe ich also so eine Dokument-Term-Beziehung. Also wenn ich sage, hier Dokument-ID 47, dann kann ich für Dokument-ID 47 den Text ausgeben, und das wären dann quasi die Dokument-Term-Beziehungen. Jeder Term gehört in das Dokument sozusagen in der Reihenfolge rein. Diese Beziehung drehe ich um, daher kommt dieser Begriff invertieren. Ich merke mir jetzt nicht mehr für eine Dokument-ID, was ist der Text, sondern ich merke mir für einen Term, in welchen Dokument-IDs kommt er vor. Also ich drehe diese Beziehung um, und ein invertierter Index sieht dann im Prinzip so aus. Ich habe ein Vokabular von Termen, groß T, die Terme selbst sind dann klein, T1 bis und so weiter, und bilde die ab auf sogenannte Postings oder Folgen von Postings. Man würde dann Postinglisten oder Postlists einfach sagen. Jede dieser Boxen hier ist ein Posting. Also ich merke mir für T1, T1 kommt in Dokument 1 vor und hat in Dokument 1 ein Gewicht Weight 1,1. Also für das Gewicht für Term 1 in Dokument 1. In D2 habe ich ein Gewicht W1,2, also das Gewicht für Term 1 in Dokument 2. Für T2 weiß ich, es kommt in D1 vor, es kommt in D2 vor und in D4 vor, in D3 nicht. T1 kommt auch nicht in D3 vor. T3 kommt in D1, D2, D4 und D5 vor und so weiter. Und diese Listen, die ich dann habe, das ist mein Index. Was mache ich jetzt, wenn ich eine Anfrage reinbekomme? Na, ich habe vielleicht die Anfrage T1 und T3. Dann gucke ich erstmal, gibt es denn einen nicht leeren Schnitt zwischen den beiden Postlisten? Wie genau das funktioniert, gucken wir uns später an. Aber wenn ich das hier fragen würde, würde ich sagen, okay, T1 kommt in Dokument 1 und D2 vor, T3 in Dokument 1 und D2. Okay, also D1 und D2 sind die Sachen, die ich als Ergebnis zurückliefern will. Und wie rum sortiere ich sie? Das hängt davon ab, wie W32 und W12 aussehen zusammen, also beispielsweise indem ich summiere, und wie W31 und W11 zusammen aussehen. Also wenn jetzt W11 plus W31 größer ist als W12 plus W32, dann ranke ich das Dokument 1 vor Dokument 2 und ansonsten Dokument 2 vor Dokument 1 beispielsweise. So ein Index selbst, wie gesagt, kann man einmal gebulkt aufbauen, wenn man eine statische Kollektion hat oder wenn man quasi den ersten Crawl durchgeführt hat, dann sagt man, naja, in dem Moment, wo ich jetzt alles gecrawlt habe, dann baue ich erstmal den Index auf. Das ist quasi offline. Und sobald der fertig ist, der Index, kann ich den benutzen. Wenn ich jetzt, weiß nicht, alle halbe Jahre mal mein Index update, dann würde ich das quasi immer gebulkt machen. Wenn ich das aber ein bisschen häufiger machen muss, wie es eben bei einer aktuellen Websuchmaschine auch tatsächlich passiert, dann muss ich den Index immer wieder updaten und muss halt vielleicht auch mal Dokumente rausschmeißen aus dem Index oder dann
Postings eben entsprechend löschen oder ich muss Postings hinzufügen, falls es neue Dokumente gibt oder falls es auch neue Terme gibt. Und das mache ich quasi online in dem Sinne, dass das parallel zum eigentlichen Laufen lassen der Suchmaschine selbst passiert. Ein Index ist immer dann problematisch, wenn er sehr groß wird, weil er dann eben größere Zugriffszeiten hat. Ein Index für eine Webkollektion ist aber per se zu groß für eine einzelne Maschine. Grundidee, ich will es im Hauptspeicher haben. Ja, ich meine, was kriegt man so vielleicht an Hauptspeicher jetzt aktuell immer noch für Maschinen? Ein paar Terabyte vielleicht kriegt man rein in eine oder so. Das reicht nicht, um den ganzen Index fürs Web zu halten. Also man muss mehrere Maschinen zusammenschalten und den Index verteilen. Man sagt dann, man schadet den oder partitioniert den Index über verschiedene Maschinen, um den Index auch dann parallel zu benutzen. Da gibt es verschiedene Arten, wie man das machen kann, beziehungsweise verschiedene Arten, die zur Verteilung beitragen. Einmal könnte man nach Dokumenten verteilen. Man sagt also, ja, ich nehme die ersten 10% der Dokumente, die werden von Maschine 1 initiiert, die zweiten 10% von Maschine 2 und so weiter. Oder man sagt, ich verteile den Index nach Termen. Also die Postlisten für die ersten 10% der Terme liegen auf Maschine 1. Für die zweiten 10% der Terme liegen auf Maschine 2 und so weiter. Also habe ich jeweils 10 Maschinen, aber ich habe den Index auf unterschiedliche Art aufgesplittet. Und ein dritter Teil, der zum Verteilen des Indexes führen wird, ist Replikation. Also quasi Kopien von Teilen des Indexes auf anderen Maschinen vorzuhalten. Ja, kann man sich überlegen, was jetzt für oder gegen verschiedene Varianten spricht. Also Dokument- oder Termverteilung, also Sharding by Document oder Sharding by Term oder Term Sharding, Document Sharding. Da muss ich mich für eins von beiden entscheiden. Kann man eher schlecht beides machen. Also gleichzeitig. Beim Replizieren kann man sich auch fragen, warum überhaupt? Kostet ja nur mehr. Und das ist die Frage, die gerade ganz unten steht. Also was sind denn Argumente, wenn man sagt, ich schade nach Dokumenten oder ich schade nach Termen? Was spricht für das eine, was für das andere und was spricht überhaupt für Replikation? Nehmen Sie sich auch hier wieder einen Moment Zeit, denken mal drüber nach, was Sie sagen würden aus Ihrem Erfahrungsschatz oder wenn Sie drüber nachdenken, also Erfahrungsschatz für Replikation vielleicht, oder was Sie sagen würden, was spricht denn für Sharding bei Documents, also nach den Dokumenten zu schaden oder nach Termen zu schaden. Halten Sie kurz an, denken drüber nach, wir klären es dann vielleicht gleich selbst. Haben Sie angehalten? Ansonsten wäre jetzt noch einen Moment. Dann lösen wir es mal auf. Naja, wenn ich nach Dokumenten verteile, kann ich auf jeden Fall parallel zugreifen. Also verschiedene Teile des Indexes liegen auf verschiedenen Maschinen. Okay, das war die Grundidee des Verteilens. Und die einzelnen Indizes, die sind aber auch kleiner als der große Index und sind deswegen oft schneller und haben bestimmte Caching-Effekte, die eben auch dazu führen, dass Anfragen schneller bearbeitet werden. Also kleine Indexe sind immer schneller als große eigentlich. Und wenn ich jetzt also einen großen Index in kleine oder eine große Dokumentkollektion in kleinere Teile zerlege und die kleineren Teile einzeln indiziere, dann wird auch der jeweilige Index kleiner sein. Das ist ein Geschwindigkeitsvorteil. Der Nachteil, also Nachteil von Dokumentverteilung, ist im Prinzip, dass ich immer jeden Teil des Indexes auch anfragen muss, ob er vielleicht Treffer hätte. Termverteilung splittet also nach den Termen. Das heißt, verschiedene Maschinen bekommen verschiedene Terme, für die sie zuständig sind. Problem dabei könnte sein, das ist ja jetzt quasi, wenn ich es erstmal so einfach nur den ganzen Index nach Termen dann aufteile, dann sind die Postlisten, die auf einer Maschine landen, üblicherweise schon deutlich länger als die, die ich hier für so eine Dokumentverteilung habe. Also kann ich nicht ganz diesen, ich habe einen kleineren Indexvorteil ausspielen, weil mit kleinerem Index meint man eigentlich immer, dass die Postlisten kürzer sind. Der Vorteil, den man bei Termverteilung gegenüber Dokumentverteilung hat, ist, für eine bestimmte Anfrage muss ich gar nicht alle Maschinen fragen, sondern nur die, die eben entsprechende Terme der Anfrage enthalten. Also andere Maschinen, die andere Terme haben, die gar nicht in der Anfrage vorkommen, die brauche ich gar nicht fragen. Ja, kann ich ein bisschen sozusagen Parallelität wieder erzeugen, in dem gleichen Moment eben dann Anfragen mit anderen Termen auf anderen Maschinen verarbeitet werden können. Also bei Dokumentverteilung muss ich theoretisch erstmal jede Maschine fragen, bei Termverteilung nur die, bei denen ich weiß, wo die, dass sie die Terme vorhalten. Replikation führt jetzt dazu, dass ich Teile des Indexes eben an verschiedenen Stellen auf verschiedenen Maschinen vorhalte. Und da kann ich dann natürlich beispielsweise sowas sagen wie, ah, da ist ein Nutzer, der ist näher an Data Center X. Dann nehme ich halt die Replikate von dem Index, die da im Data Center X liegen und habe dann den Netzwerklaufzeit reduziert.
Außerdem, wenn ich quasi, egal ob ich nach Term oder nach Dokument verteile, wenn ich jeden Teil des Indexes mehrfach vorhalte, kann ich auf jeden Fall auch parallel den gleichen Teil des Indexes auf verschiedenen Maschinen anfragen. Kann halt, wenn ich jedes Ding dreimal habe, beispielsweise dreimal so viel Anfragen quasi in derselben Zeit durchschleifen, so Grundidee. Habe also weniger Delay. Und falls mal irgendwie ein Teil durch Netzwerkfehler oder sowas nicht mehr erreichbar ist, habe ich Teile des Indexes dann trotzdem immer noch da. Also es bietet sich an zu replizieren aus verschiedenen Gründen. Ist natürlich teurer im Sinne von, ich halte alles redundant vor. Also jedes Ding dreimal oder zehnmal oder je nachdem, für was man sich entscheidet. Aber häufig hat man diese Kosten schnell wieder rein, wenn man sagt, ah, ich bin dadurch insgesamt schneller, kann mehr Anfragen, mehr Durchsatz erzielen und falls mal irgendein Fehler ist, dann sind die Daten nicht gleich ganz weg. Ja, so viel zum Indexprozess. In dem Moment haben wir jetzt quasi den Index aufgebaut, die Datenstruktur, die eben aus diesen Postings besteht und Zusatzinformationen, Statistiken und so weiter. Wir haben den Dokumentstore aufgebaut, als auch die mittlere Schicht in der Architektur gefüllt und brauchen jetzt im nächsten Screencast uns nur noch darüber zu unterhalten, wie eigentlich diese Strukturen, die da jetzt aufgebaut wurden, quasi mehr oder weniger offline, also unabhängig vom Nutzer, wie diese Strukturen benutzt werden können, wenn jetzt ein Nutzer tatsächlich kommt und eine Anfrage stellt. Dazu dann aber im nächsten Screencast mehr. Danke.